Der 33. Titel der Vereinsgeschichte wurde auch in der Kabine noch gebührend gefeiert. Die Mannschaft überwältigt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Benno mich mit seinem Spruch geködert hat. Ich stehe jeden Tag auf, um deutscher Meister zu werden. Und dass es direkt im ersten Jahr passiert, ist unfassbar. Das ist, ja, da fehlen mir echt die Superlative. Was das für eine Mannschaft ist, was wir für einen Staff haben, was wir hier für Fans haben. Das, was denen zu Hause bereiten konnten, das ist unfassbar. Um kurz nach 9 war der Traum vom Meistertitel wahr geworden. Die Schale ist nach 21 Jahren zurück an der Elbe. Unbändige Freude bei Spielern und Fans und auch Handballlegende Ingolf Wieger zutiefst gerührt und stolz auf seinen Sohn und Meistertrainer, bei dem mehr als nur ein Stein vom Herzen fiel. Ich habe es gestern bei Kollegen gerne so beschrieben, dass es Felsbrocken waren, die einfach runtergefallen sind, rausgefallen sind, wo auch immer. Ja, es war doch eine in den letzten Wochen, in den letzten Monaten ziemliche mentale Belastung, die wir mit uns rumschleppen mussten. Ich wollte so sehr, dass ich diese Bilder sehen darf, wie Matthias Musche seinen Eltern in den Armen legt. Ja, da habe ich auch mein Dad, da kriege ich Gänsehaut, da ist auch das ein oder andere Tränchen dabei, weil dafür hat sich jede verdammte Sekunde Arbeit gelohnt. Die Ehrung und die echte Schale gibt es dann nach dem letzten Bundesligaspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen nächste Woche Sonntag.